mal durch hier raten, wer verschlafen hat und wessen Flug gestern Abend gecancelt wurde wegen Glatteis. Trigger. Oh, Scheiße. Let's go, Leute, nach Hamburg. Nein, ich muss mich vordrängen. Ich muss mich komplett vordrängen. Bleibt nichts anderes übrig. Weiß Gott, wie ich es geschafft habe. Ich habe mich bei 100 Leuten durchgedrängelt. Die ganze Zeit so, Entschuldigung, bitte, mein Boarding läuft. I'm sorry. Aber haben mich vorbeigelassen. Sehr korrekt. Der Rucksack, Leute, ist wirklich nur eine Zahnbürste und eine Unterhose, was ich noch reinschmeißen konnte. Ich glaube, da hinten steht mein Flieger. Da steht er doch. Wie eine Eins. Ey, wir rollen jetzt eigentlich los. Um 8.43 Uhr habe ich mein Auto am Flughafen geparkt. Um 8.40 Uhr hat bereits das Boarding begonnen. Aber ich check's auch nicht, Leute. Ich glaube, ich habe heute geschlafen und einfach so den Wecker ausgemacht. Egal, es geht los jetzt. Gelandet in Hamburg! Oh cool, Digga. Hamburg ist ja auch ein Austragungsort der Euro 2024. Es ist kalt hier im Norden. Heute gibt es einen extrem besonderen Stadionblock, Freunde. Ich werde das allererste Mal am berühmten Millantor-Stadion sein. Das Zuhause von St. Pauli. Und die treffen heute auch noch auf ihren Erzrivalen aus Hamburg, auf den HSV, Freunde. Da geht es auch sowas von ab, immer mit Pyros etc. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt kommt auch noch das i-Tüpfelchen an der heutigen Partie, Freunde. Und zwar trifft der Erstplatzierte aus der zweiten Bundesliga auf den Zweitplatzierten. Das heißt, es ist auch noch sportlich ein extrem wichtiges Spiel. Und ja, wir können uns darauf freuen, Freunde. Einfach hier drücken, oder wie? Ja. Ich muss jetzt erstmal zum Hotel fahren und duschen, Freunde. Skandal. Digga, geht es auf, ey. Immer diese Teslas, Alter. Achso. Ah. Wer von euch würde Haaland mit Bart auch fühlen? Die Auktion ist auch live gegangen für Messi seine getragenen WM-Trikots und das aktuelle Gebot liegt bei 5,2 Millionen US-Dollar. Ey Leute, wollen wir vielleicht zusammenlegen und alle gemeinsam mitbieten? Kein Spaß, aber das ist wirklich crazy. Mein Hotel ist hier direkt am wunderschönen Hafen. Gott sei Dank scheint aber wenigstens die Sonne und hier ist es von außen. Da checken wir jetzt erstmal ein. Ah, jetzt weiß ich, warum hier alles schon gebrandet ist, weil heute hier die EM-Gruppenauslosung stattfindet. Wie nice, bin ich mal gespannt, ob wir in Deutschland dann direkt treffen wird. Ich habe auf jeden Fall Bock, gleich auch noch ein bisschen in die Innenstadt reinzuspazieren. Und hier nächtige ich heute, The Westin Hamburg. Ah ja, das gibt's doch nicht, was das für ein Zufall, Leute. Genau in meinem Hotel findet die Auslosung statt. Morgen ist das Ganze, die Rezeption befindet sich auf der 8. Etage. Und ich bin im nächsten Aufzug, mein Zimmer befindet sich auf der 15. Etage. Insgesamt gibt's 19 Stücke. Oh, hallo. Darf ich mit? Ja, ja, klar. Lilili, let's go, Tesco. So. Oha, Digga, das Zimmer sieht ja schon mal richtig geil aus, oder? Zahnpasta und Deo habe ich auf Krampf noch beim Flughafen gekauft. Das habe ich noch mit, Leute. Ein paar Unterhosen, Socken und sonst nur noch mein Laptop, Digga. Ich hatte so Zeitdruck heute früh, nichts anderes dabei. Ich habe aber ein kostenloses Upgrade bekommen, weil ich die gestrige Hotelnacht wegen dem gecancelten Flug nicht mehr stornieren konnte. Man kommt hier hinein, Freunde. Hier ist direkt so ein kleiner Schrank, oder? Oh, es riecht hier überall so gut. Bademantel am Start. Das Hotel hat auch einen sehr nicen Spa-Bereich. Hier ist die Badewanne. Zack. Mit einer offenen gestalteten riesen Glasscheibe Richtung Bett. Hier haben wir noch einen großen Spiegel und noch eine riesen Dusche, Toilette. Das Zimmer ist so richtig hell, Mann. Ey, vor allem wie es hier duftet. Was haben wir hier? Wo ist ein Minibar, Alter? Oh ja, da ist doch direkt wieder mein 6. Hotelsinn. Erster Griff und er sitzt direkt. Hier haben wir noch so eine kleine Liegecouch. Oh, warte mal. Boah, das schau mal, wie geil das aussieht, Mann, mit der Badewanne. Ich finde, der Farbton von den Vorhängen passt auch perfekt da zum Holz und so. Ja, und noch die Aussicht. Boah, okay, die hat's in sich. Eieieiei. Sieht das nice aus? Oh, hier ist auch noch so ein kleines Spiel. Hallo. Boah, Leute, Hamburg, was geht ab? Hamburg. 187. Nein, Spaß. Schau mal, man kann es hier. Boah, wenn man das so richtig aufmacht, dann sieht es, glaube ich, richtig heftig aus. Boah, was ist das, Alter? Schaut mal hier an. Alter, das könnte jetzt auch so ein Instagram-Reel sein, ne? Von so einem richtig nicen Hotelzimmer. Boah, alter Verwalter. Oh, okay, so, jetzt erstmal unter die Dusche springen. Vielleicht gönne ich mir sogar noch ein bisschen Spa und wir essen noch. Ja, muss man jetzt ausnutzen, das coolste Hotel. Da ist auch noch so ein Welcome-Schreibtisch und das ist die Rezeptions-Area. Ich gehe jetzt da hinten gleich was essen. Und es wurde mir auch noch gesagt, hier ist anscheinend so ein Konzertgebäude oder so eine Konzerthalle, so eine riesige. Guck mal, sieht schon ganz krass aus, ne? So voll futuristisch. Und da ist noch eine riesen Terrasse, die führt so komplett ums Gebäude rum. Können wir mal rauslaufen, Außenplaza. Oh yeah. Ja, okay, das ist natürlich der Oberhammer.
Alter, Walter, ist ja wirklich Prime-Lage hier. Ja. Ach krass, die wird bis ganz da nach vorne, ne? Muss schon sagen, Hamburg ist eine der schönsten Städte in Deutschland. Für mich persönlich noch mit München zusammen. Ein Kollege von mir meinte, dass da drüben in einem der Tower hat Wladimir Klitschko eine Wohnung. Oha, Leute, schaut mal da unten. Da ist es einfach so ein riesiger EM-Ball. Was ist das für ein Zufall eigentlich? Das ist jetzt ein Experiment. Ich habe was Typisches für Hamburg bestellt. Nein, nicht dieses Panini, sondern ein Nordsee-Krabben-Brioche. Keine Ahnung, was das ist. Aber sonst sieht es ja eigentlich sehr gemütlich aus, Leute. Noch hier mit der Bar. Und man kann noch rausgucken. Ich mag eigentlich Meeresfrüchte sehr gerne. Also, beißt einfach mal so rein, oder? Da drin ist noch Kraut. Ja, es schmeckt schon sehr fischig. Aber ist okay. Nein, das Öl gefällt mir. 7 von 10. Kann man schon essen. Das ist eine krasse Statistik, Leute. Die zweite Bundesliga in Deutschland hat einen höheren Zuschauerschnitt als die Ligue 1 in Frankreich und sogar ganz dicht hinter der La Liga und der Serie A. Also das zeigt einfach, wie strong die zweite Liga hier ist. Einmal will ich den aber jetzt auch anfassen. Zack. Mein Favorit für die EM ist England und Frankreich. Ich glaube, einer der beiden macht es. Ich bin jetzt mit einem Kumpel unterwegs, Leute, aus München. Er ist aber auch HSV-Fan. Er erzählt mir gerade alles, wie die sportlich drauf sind. Er hat mir zum Beispiel gesagt, dass alle drei Saisonniederlagen waren bisher auswärts, aber zu Hause dafür sind sie ungeschlagen und eine Macht. St. Pauli ist aber übrigens immer noch ungeschlagen, also sowohl heim als auch auswärts. Mal gucken, ob sie heute das erste Mal verlieren werden. Hier seht ihr es nochmal, in der Auswärtstabelle sind sie auf dem 11. Platz und in der Heimtabelle Spitzenreiter mit 7 Spielen, 7 Siegen. Ah, ich kenne die Straße, Leute, von diesen Autoposer-Videos auf YouTube, Digga, wo die immer entlang brettern mit ihren umgebauten Auspuffanlagen. Und dann hops genommen werden. Aber ich glaube, hier sieht es auch richtig geil aus, wenn abends alles beleuchtet ist. Hier ist ja alles schon endschön dekoriert, Leute. Schaut mal, da vorne ist dann das Rathaus, da ist ein riesen Weihnachtsmarkt. Cartier, Balenciaga, Tiffany & Co., alles hier am Start. Wer von euch kennt noch Van Bommel? Aber ist, glaube ich, nicht sein Laden. Kleiner Funfact, Freunde, als ich im Verein Fußball gespielt habe, habe ich einmal eine rote Karte bekommen. Eine Woche davor hat Van Bommel für diese Geste beim Schiri rot gesehen und dann dachte ich mir bei einem Hallenturnier, ja, das kann ich jetzt auch mal machen und dann habe ich mich gewundert, warum ich rot dafür sehe. Ach, richtig dumm. Das gibt mir hier so leichte Mailänder-Vibes mit dieser Kuppe hier. Ich glaube, ich war das letzte Mal hier 2015, wo ich mit Monte und ApoRed hier shoppen war. Oh je, was haben wir denn da für einen Rabauken stehen? Da ist er, ein Blitzer. Jetzt können die hier nicht mehr entlang blättern. Hier riecht es richtig gut, Leute. Champignons gibt's. Oh, ich liebe es. Kaminbrot. Oh yeah. Oh, und mitten auf dem Wasser steht noch ein riesiger Tannenbaum. Geil. Ich glaube, hier in diesem Restaurant war ich auch mal. Das war eigentlich auch ganz lecker. Wir gehen jetzt nach oben ins Alsterhaus. Da gibt es noch ein schönes Café. Und dann blickt man genau frontal da aufs Wasser. Viel mehr Zeit bleibt aber dann auch nicht mehr, um die Stadt zu erkunden, Leute. Denn in 3 Stunden ist auch schon Abendpfiff. Das geht mich hier eigentlich ab, Alter, Niklas. Hier ist ja alles. Hier gibt es einfach eine Gucci-Fotobox. Lol, Digga. Hier noch die ganzen Koffer, die kosten mehr als meine Existenz. Sieht aber clean hier aus, ne? Erinnert mich auch so ein bisschen an das KDW in Berlin. Nächster Funfact, Freunde. Jack Grealish hat einen 7-Jahres-Deal bekommen mit Gucci. Ist mir gerade noch so eingefallen. Und Bellingham ist dran an einem Louis Vuitton-Marketing-Deal. Ja, drücken wir mal die Daumen, hat er sich verdient. Hat auch einen coolen Style. Oh, da kommt aber schon langsam Weihnachtsstimmung, ne? Hier ist aber auch echt sehr gemütlich. Vor allem auch wieder so eine krasse Decke, Digga. Ich wollte jetzt eigentlich hier einen Kaffee trinken, Freunde, damit ich hier aus dem Fenster schlucken kann. Aber mein Kollege meinte, wir müssen ins Erdgeschoss zu Elbgold, denn dort haben die den besten Kaffee. Übrigens, die berühmte Hamburger Reeperbahn befindet sich auch im St. Pauli Stadtviertel. Jetzt erwarte ich aber den besten Cappuccino aller Zeiten. Die Polizei macht sich auch Sorgen um das heutige Spiel, Leute. Schaut mal an, das wurde als Hochsicherheits- und Risikospiel angeordnet. Also ich sag's euch, diese Stadtderby wird es in sich haben, Freunde. Das kann man nicht vergleichen zum Beispiel mit Real gegen Atletico oder so. Das ist alles ein Kinderspiel dagegen. Da seht ihr es auch schon, die Hamburger Fans sind unterwegs mit einem riesigen Auswärtsmarsch. Cappuccino alla Elbgold. Ja, schmeckt die Schmuck. Falls HSV aufsteigen sollte, dann werden sie genau hier beim Rathausplatz feiern. Mit dieser Bauweise kann man mich wieder begeistern, Leute. Vor allem mit diesen zwei Löwen da vorne. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oha, Leute, ein richtig geiler Silberpfeil 911 Turbo S. Wir parken übrigens, Leute, auch genau da vorne bei der Reeperbahn irgendwo und dann laufen wir das letzte Stück zum Stadion. Da, man sieht es auch schon auf der Karte, neben dem Heiligen Geistfeld, St. Pauli Millerntorplatz. Und da ist auch schon die U-Bahn-Station. Geil, ich bin so gespannt. Ich habe sehr viel Krasses über die Atmosphäre hier gehört. St. Pauli Theater. Der Weihnachtsmarkt heißt Santa Pauli. Ich ziehe mir hier die Finger ab. Das ist ja normal, ne?
Ich werde schon gleich aufgewärmt durch die Stimmung. Uiuiui, da sind schon die ersten Wasserwerferautos. Hoffentlich kommen die heute aber nicht zum Einsatz. Schaut mal, wie viele Polizisten hier auch stehen. Ich glaube, die erwarten gleich die Ultras. Und da sind wir, das Millerntor-Stadion. 29.000 Menschen passen hier hinein. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Bahnhof von außen. Ich muss mir jetzt erstmal hier eine Mütze kaufen bei dem Fanshop, Leute, weil ich habe meine zu Hause vergessen. By the way, ich bin beim heutigen Spiel neutral, also frontet mich bitte nicht wegen der Pauli-Mütze gleich. Niklas, es tut mir ein bisschen leid wegen der Mütze, aber... Und? Steht sie mir, oder was? Auf keinen Fall. Also bisher muss ich aber sagen, ist die Stimmung hier sehr friedlich vom Stadion. Wird es wahrscheinlich gleich ändern, wenn das Spiel losgeht. Ich war einfach noch nie auf einem Zweitligaspiel, Leute, ne? Und dann direkt so ein geiles Stadtderby. Die Außenfassade erinnert mich auch hier voll an das Anfield Road Stadium. Wie das hier alles heißt. Wir sitzen beim Separé und da gibt es noch einen Ballsaal, als ob wir in so einem Theater oder so sind. Okay, Leute, also falls ihr ein kleiner Rabauke seid, könnt ihr hier auch euren Kindergeburtstag feiern beim St. Pauli. Hier ist die Wall of Fame, Freunde. Schaut mal, was hier für coole Namen sind. Giovanni Elber zum Beispiel, Günther Netzer, einige Legenden haben hier gespielt. Freddy Bobic, Thomas Schaaf. Digga, oha, Alter. Servus, hi. Können wir ein Foto machen? Ja, normal, normal. Ja, bist du Pauli dann auch? Ich bin neutral, aber mir war kalt, deswegen die Mütze, ne? Was tippst du? 4-1 Pauli. Oh, confident. Ja, gut, ja. Hamburg choked ja die ganze Zeit auswärts, ne? Ja, aber man weiß niemals, ne? Bei Derby herrscht immer eigene Regeln. Das stimmt. Also viel Spaß euch. Ciao. Das ist hier alles so familiär, Leute. Hier wird auch noch die ehrenwerte Gesellschaft hervorgehoben. Noch so eine Sponsorenwand, Digga. Geil, okay. Oh Leute, ich liebe es, neue Stadien zu entdecken. Hier ist auch noch ganz fett der Logo auf der Wand. Zu mir kam gerade noch einer aus dem Verein, Freunde, und hat mich hier erkannt und hat gesagt, hey, schön, dass du da bist. Und meinte, nach dem Spiel kriege ich vielleicht noch eine exklusive Tour, je nachdem, wie das Spiel läuft. Falls das klappt, dann seht ihr jetzt, was wir quasi nach dem Spiel machen, aber ich schreibe es euch davor. Oha Leute, nicht, dass ihr euch wundert, jetzt ist nach Abpfiff, aber ich zeige es euch davor. Ich darf hier jetzt einfach unten an die Bande direkt ran. Schaut euch das an. Wahnsinn. Ich schieße jetzt hier noch ein cooles Instagram-Bild. Die Ruhe nach dem Sturm, aber ihr seht's davor. Servus, was geht? Bist du hier Security-Wärter oder was? Nee, ich Fernsehen. Ah, okay, nice. So, jetzt können wir nochmal Richtung Spielertunnel laufen. Der St. Pauli-Spielertunnel, vorne an der Ecke. Da ist dann die Kurve von Pauli. Uiuiui, dürfen wir jetzt echt einmal reinlaufen, oder was? Mit den ganzen Stickern hier auch, Leute. Die richtige Mütze. Servus, ich gehört hier. Darf ich durch? Nein. Wie? Ist okay, wirklich. Achso, okay. Ja, gut, ja. danke. Darf ich durch? Nein. Okay, ist okay. Oh, da ist auch gerade ein Spieler im Interview. Schau mal, Leute, was für Einblicke. Da kommen die Spieler dann aus den Kabinen raus und dann laufen sie hier auf den Rasen raus. Schaut mal, wo wir jetzt sind, Leute. Einfach im Pressekonferenzraum. Oha, gönnen wir uns jetzt noch. Ich habe für heute auch 2 VIP-Tickets gekauft, Freunde. Ey, Digga, der Bereich ist ja hier unnormal krass. Das ist ja wie in Allianz Arena, Mann. Richtig heftig für einen Zweitligaverein. Hier ist sogar noch ein Fanshop. Also bis jetzt hier organisatorisch alles top, wirklich. Okay, wir müssen hier entlang. Haben wir jetzt eine Loge oder was, Digga? Was habe ich für Tickets? Ich bin so impressed, Leute. Das sieht hier aus wie in so einer kleinen Kneipe, Digga. Wir haben nochmal so ein extra Buffet. Leute, erster Blick ins Millerntor-Stadion. Oh mein Gott, Digga. Da ist doch schon direkt der Hamburger Auswärtsblock. Da müssten dann die Ultras sein von St. Pauli. Und man sieht sogar von hier das Riesenrad. Ey, wie geil. Richtig nice, Mann. Und von mir sind hier direkt die ganzen Presseleute mit ihren Monitoren. Let's go, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt aus der zweiten Bundesliga. Und natürlich auch ein kostenloses Abo, um die nächsten Stadionvlogs nicht zu verpassen. Wisst ihr, was mir auch sofort auffällt? Wie früh prall gefüllt bereits schon die Gegentribüne ist. Also klar, in den Kurven ist es normal, Digga, aber da? Krank. Ich hätte so anders Bock jetzt gerade auf diesen Kartoffelpüree, der sieht so geil aus, aber da ist halt Laktose drin, kann ich nicht essen. Burger gibt's hier auch noch. Uiuiui. Hallo, servus. Moin. Für mich eine Fritz Cola Zero. Oh yeah. Niklas, Leute, seit Bio 2 Zeiten verfolgt er mich. Ehre. Erstmal ein Stößchen. Was tippst du heute, Brudi? Ah, es wird wirklich ein knackiges 3-1. Okay. Also ich glaube, Jackson Irvine trifft auf jeden Fall. Das ist wichtig, der Kapitän. Es ist ein 6-Punkte-Spiel, Freunde. Wenn Pauli heute gewinnt, sind es 6 Punkte vom HSV. Und wenn ich schon mal hier bin, Leute, dann gönne ich mir natürlich hier auch ein Hamburger Getränk. Prost. Geil, man kann sich hier sogar noch Eis snacken, Leute. Schau mal, da gibt es auch ganz viele Snacks, Cookies, alles am Start. Filterkaffee kann man sich machen, wie bei Mama zu Hause, Leute. Tee, alles.
Boah, hier sind so viele Leckereien, ey. Die Mini-Donuts sehen aber auch so appetitlich aus. Ich werde hier so nett empfangen von den Leuten. Voll viele kommen zu mir her und sagen, ey, cool, dass du heute hier bist und so. Ich so, ja, freut mich auf jeden Fall. Ich probiere jetzt erstmal hier dieses Fleisch aus, Leute. Und Balsamico noch mit Salat. Boah, richtig saftig. 8 von 10. Richtig lecker. Was geht denn jetzt ab, Leute? Die Fans geben es erstmal Gas. Wartet, wartet. Was schreien die? Pauli-Fans, oder was? Oh mein Gott, was ist hier bitte für eine geile Akustik in dem kleinen Stadion? Boah, es ist todeslaut. Ja, Foto? Ja, ja. Alles klar? Was geht? Was geht? Sehr's. Was tippst du? 5-1 an Pauli. Oha, okay. Und jetzt melden die sich auch zu Wort. Leute, das ist erst in einer Stunde Anpfiff. Krank, okay. Ich übertreibe nicht, Leute. Ich habe eine heftige Gänsehaut gerade. Bruder! Es hat sogar angefangen, gerade eben zu schneien, Leute. Da ist doch schon das Scoreboard. In der Dreiviertelstunde geht's los. Das sind unsere Plätze, Leute. Wir haben hier solche Lederstühle, Digga. Oberrang, Reihe 1. Das heißt, wir sind genau zwischen den beiden Fankurven. Und da sind sie auch schon, die St. Pauli-Spieler. Drehen sich direkt eine kleine Ehrenrunde. Und werden natürlich von dem Block hier beleidigt. Und jetzt kommt der HSV rein, Leute. Und die Bagger springen an das erste Mal. Die ganzen Spieler laufen erstmal Richtung Kurve. Alter Walter, Mann. Und die bereiten wieder irgendwas vor, Leute. Ich will gar nicht wissen, was abgeht, wenn das Spiel losgeht. Es ist jetzt schon ultra krass. Oh. Die HSV-Fans singen auch so. Ole, ole, ola. Das ist der beste Spieler, Robert Glatzel, Leute, mit der Nummer 9, wird er heute bomben. Wie krass muss es da sein, wenn man da gerade durch die Luft gewirbelt wird, Freunde. Und dann, wenn man oben am Peak ist, genau das Stadion sieht. Hartel Fußballgott, okay, auf den der Auge. Ex-Werder-Spieler. Es wird heute eine kleine Schneeschlacht, denn es schneit immer stärker. Guckt euch das an, Freunde. Und die Pauli-Fans singen gerade a cappella ein Lied von denen. Junge, Junge, Junge. Was natürlich auch hier ikonisch ist, ist die Einlaufmusik von AC/DC, Hells Bells. Darauf freue ich mich auch. Ich verstehe jetzt, woher dieses Phänomen Kultclub kommt. Das Stadion befindet sich mitten auf dem Kiez. Das ist hier ein ganz besonderes Ambiente. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Da links durch die Lücke sieht man auch übrigens einer der Trainingsplätze von St. Pauli. Der ist gerade zugeschneit. Und die Choreo wird nach unten gefahren bzw. nach oben gezogen. Da wehen auch ein paar Fahnen. Hamburger werden gleich safe ihre Pyros auch anmachen. Voran FC St. Pauli. Niemand zwingt dich in die Knie. Das sieht aber auch sehr clean aus. Hamburg und unten steht, die ganze Stadt erstrahlt in unseren Farben. Der Gong ertönt, Leute. Die Mannschaften werden gleich hier seitlich rauslaufen. Oh mein Gott. Wir erleben es das erste Mal hier. Unter uns. Jeder Platz ist natürlich belegt. Der Totenkopf auf dem Bildschirm. Uiuiui, Digga, let's go! Alter, weiter, die Kanonen hier! Boah, genau durch die Löcher kommen die Pyros durch! Boah, sieht das geil aus, Junge, Junge, Junge! Genießt es! Da auch die ganzen Fackeln! Boah! Was ist hier los? Schaut euch das an, Leute! Oh mein Gott! Hier auf der anderen Seite! Boah! Das nenne ich mal eine Atmosphäre, Freunde. So, die Spieler haben sich abgeklatscht. Hier ist alles ist voller Rauch. Das wird jetzt erstmal dauern, bis das wegzieht. Vielleicht wird es auch ein paar Minuten verzögern, deswegen. Ich hoffe, man kann gar nicht mehr die Fans mehr durcherkennen, Leute. Mit dem Flutlicht, ganzen Rauch. Schau mal, ich filme mitten in den Block rein, da sieht man nichts mehr, Digga. Boah, ja, Leute, also, man sieht nichts, ne? Keine Ahnung, wie die Mannschaft jetzt starten möchte. Tausch nochmal Seiten. Hamburg erste Halbzeit von rechts nach links. Ich muss echt öfter auf diese Spiele gehen in der zweiten Bundesliga, Leute. Aber selbst in der dritten Liga gibt es ja auch ganz kranke Derbys. Aber bisher ist es echt hier eine 10 von 10. Aber ich meine, wir sehen hier auch potenzielle Aufsteiger, ne? Ich denke, mindestens eine der beiden Mannschaften wird den Aufstieg auch packen. Vielleicht sogar am Ende beide Vereine.
die nächsten Pyros. Ecke für St. Pauli jetzt, Leute. Ich versuche gerade alles wirklich ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Oh, Variante! Gar nicht so schlecht. Boah, da werden immer mehr gezündet. Junge, die hören ja gar nicht auf. Schau mal an, Alter. Oh, Leute, ich sag's euch, das ist gerade erst der Anfang, ne? Wenn die jetzt mal 1-2-0 in Führung gehen sollen, dann hauen sie mal alle Pyros raus, die sie auf Lager haben, ne? Und Hamburg im Ballbesitz. Schau mal, die ziehen auch direkt nach auf der anderen Seite. Die Hamburger singen Super Hamburg, Ole, Super Hamburg, Ole. Barca-Fan würde träumen von so einer Atmosphäre bei einer Klassiko oder so. Deutschland ist so heftig, was Fans angeht, egal ob erste oder zweite Liga. Die Mannschaften tasten sich zunächst an, wollen jetzt keinen unnötigen Fehler direkt am Anfang machen. Die hüpfen sich weiterhin warm. Ja, zweite Chance kriegt er nochmal mit der Flanke. Ah, kleine Bananenflanke. Oh mein Gott, der lässt sich fallen, Torwart! Ach du Heilige! Was ist denn da passiert? Das Riesenbock vom Hamburger Keeper. Gut gemacht. Stark. Ja, wunderbar gespielt. Der nächste Ecke. Pauli kommt langsam in Fahrt. Oh! Was? Oh mein Gott, what? Nein! Alter, weiter! Das gibt es nicht! Was war denn das für eine Ecke, Digga? Wie geil hat er den getroffen? Was ein Abschluss! Das Pyros geht wieder hoch im Block! 14. Spielminute St. Pauli 1-0 im Derby! Geile Ecke, geiles Tor! Junge, Junge, Junge! Niklas, es war so krass! In der 15. Spielminute fällt das 1-0 am Männertor. Torschütze! Unsere Nummer 7, das ist Jackson! Voila! Wie sie Fußballgott noch hinterher schreien. Was ein Einstand. Hamburger Fans kommen auch direkt mit allen. Digga, guckt mal diese Pyros an, das ist so heftig. Guckt euch das mal an, die Krank. Was ist denn jetzt los, Leute? Jetzt sind mit Abstand die meisten Pyros am Start. Pauli wieder im Angriff. Oh! Oh mein Gott! Es kommt gerade 0,0 klar auf dieses Spiel. Das ist so geil, dabei zu sein. Vielen Dank, Freunde, dass ich sowas erlebt habe. Ist Pauli wieder im Angriff. Oh, was? Das gibt es nicht. Abseits, oder was? Abseits. Oh mein Gott. Okay, aber es gibt VAR in der zweiten Liga, oder? Ja. Niklas. Die Hamburger singen. Auf geht's, Hamburg schießt ein Tor. Digga. Es wird noch überprüft. Okay, es zählt nicht. Es bleibt beim 1-0. Ey, das wäre so episch gekommen. Genau in dem Moment, wo sie alle Pyros zünden, fällt fast das 2-0. Ah, zu leicht. Jetzt kriegen sie es geklärt. Nein, Hamburg. Jetzt vielleicht mal mit der ersten Gelegenheit. Abschuss! Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hab's nicht aufgenommen. Bild ein. Ihr habt wahrscheinlich alle gesehen. Ein Tor des Jahres. Eigentor des Jahres. Im Stadtderby. Ach du Scheiße. Ich hab sowas noch nie gesehen im Stadion. Der 27. Spielminute. Das 2-0 für den FC St. Pauli. Torschütze! Sorry, dass ich lache. Leute, ich war wirklich neutral. Aber sein Blick hat es. Scheiße, Mann. Pauli, nächster Angriff. Der Rückpass auf den Torwart war so dermaßen scheiße. Und dann auch noch schafft der Torwart, ihn irgendwie nicht zu klären. Verrutscht er halb und schießt sich ins eigene Tor. Junge. 2-0 nach nicht mal 30 Minuten. Pauli, jetzt gibt's auch die nächste gelbe Karte. Ey, Leute, mir tut aber auch Hamburg leid, ne? Aber natürlich, am Ende müsste ich an die eigene Schnauze fassen. Sie waren 2 Jahre in Folge in der Relegation. Hätten es eigentlich schon lang verdient, ja, in der ersten Liga zu sein. Aber jetzt in so einem wichtigen Spiel choken sie komplett rein. Es ist verflucht, es ist wie verhext. Ey, Niklas, Freunde, ist Mitglied seit 2005. Bruder, tust mir so leid, ne? Schau mal, da klappt aber auch alles gerade bei St. Pauli. Schau mal. Guck
Guck mal, wie gut die das rausspielen. Jetzt sind die HSV-Fans auch das erste Mal ziemlich erstummt, sind geschockt, Freunde. Und natürlich auch enttäuscht von der Leistung ihrer Mannschaft. Aber Leute, 2-0, wie man so schön sagt, ist ein sehr gefährliches Ergebnis. Aber ich sag's euch ehrlich, ich kann mir gerade beim besten Willen nicht vorstellen, dass HSV dieses Spiel drehen wird. Ich will nicht sagen Klassenunterschied, aber St. Pauli spielt viel, viel besser. Halbzeitresümee, HSV hatte nicht eine einzige große Chance in den ersten 45 Minuten. Pauli spielt bärenstark, Freunde. Sie treten auf wie ein Erstligist. Man merkt, sie wollen unbedingt diesen Aufstieg und sie haben gar keinen Bock, auch hier nur ein Pünktchen zu verlieren heute. Was sagst du? Gar nichts. Zwischen nachdenken, das ist das Stichwort. Sie müssen jetzt echt versuchen, sich irgendwie mental zu resetten in den Katakomben. Alle Erwartungen wurden erfüllt, Freunde, und ich kann mich einfach nur freuen, jetzt die zweite Halbzeit. 10 von 10, 11 von 10. Und es geht gleich in wenig Sekunden weiter. Die nächsten Pyros, diesmal weiß, stolz der Stadt. Und wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal schauen, was noch geht. Oh, Cappuccino auf Ehre von Niklas. Die Spieler spielen sich die Bälle einfach nur hin und her, weil sie warten müssen, bis der ganze Rauch hier abzieht, weil man sieht einfach gar nichts mehr. Das Spiel St. Pauli jetzt natürlich gehörig in die Karten, dass das Feld so verschneit ist. Oh, schön gespielt, Glatzel. Oh. Oh! Anschlusstreffer! Wie aus dem Nichts! Glatzel, Leute! Mit dem 1-2 aus Hamburger Sicht! Sag's ja, Freunde, 2-0 ist immer ein gefährliches Ergebnis! Junge, Junge, Junge! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet! Das muss jetzt auch erstmal so spielen auf dem schwierigen Untergrund, ne? Aber okay, alles ist noch drin! Freistoß, Pauli! Torwart mit der Faustabwehr! Oh, oh! Was? Oh mein Gott! Ich fass es nicht! Was passiert hier, Digga? 3 Minuten später der Ausgleich! Alter, was war? Was war das auch für eine Ballannahme? Erster Kontakt, zweiter Kontakt, Abschluss, überraschend! Digga, die ganzen Finger fliegen hier! Leute, was ist das für ein Derby? Es steht 2-2! Unglaublich! Unglaublich! Ferrei macht's! Ex-Braunschweig-Spieler! Die spielen die ausgewechselt. Also der Trainer hat definitiv die richtigen Worte gefunden. Es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt hier auch noch das komplett drehen. Junge, wie viele Pyros haben die eigentlich dabei? Unglaublich. Unglaublich, Leute. Lasst alle einen Daumen nach oben da. So ein Stadionvlog sehen wir nicht alle Tage auf meinem Kanal. Aber die Pauli-Fans sind nicht geschockt. Zumindest lassen sie es sich nicht anmerken. Sie hüpfen und hüpfen weiter. Ey, was haben wir für ein Glück, Freunde. Da, ich habe den Überblick verloren, was da in der Region abgeht. Mal wieder St. Pauli. Hacke! Hat der sogar die Latte geschliffen? Ja, ja. Oh, starker Ballgewinn! Nächste gelbe Karte. Ach krass. Für mich sah das nach einem Pferdentackle aus. Sieht richtig geil aus mit den Schalen. Es gibt eine kurze Unterbrechung, weil die Linien nachgezogen werden müssen auf beiden Seiten. Man sieht sie nämlich fast nicht mehr. Seit dem 2-2 ist es ruhig geworden um die Chancen. 10 Minuten noch auf die Uhr plus Nachspielzeit, Leute. Werden wir einen Sieger sehen oder nicht? Wir befinden uns bereits in der Nachspielzeit. HSV könnte natürlich am Ende des Tages absolut zufrieden sein, hier mit einem Punkt gewinnen. Für Pauli ist das eher bitter nach dem Spielverlauf in der ersten Halbzeit. Aber vielleicht fällt es noch ein Tor. Das war's vom Stadtderby, Freunde. Am Ende gab es keine große Chance mehr. Die Mannschaften trennen sich mit einem Remis. Ich bin halb erfroren. Ich bin fix und fertig. Ich melde mich gleich nochmal in Ruhe aus dem Hotelzimmer. Echt? Oha. Ja, ein kleines Geschenk, oder? Ja. Er schenkt mir einen HSV-Anhänger. Einmal Barsos, wenn du so lange auf. Die Spieler vom HSV machen nochmal einen Kreis nach dem Abpfiff. Können wirklich super happy sein. Ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal hier ein Comeback reißen in der zweiten Hälfte. Die Fans sind auch erstmal happy. Zurück im Hotelzimmer, Leute. Gönnt euch mal diese Aussicht noch hier bei Nacht. Boah, so wild. Was ein besonderes Stadionerlebnis, Leute. Der Hamburger Trainer meinte nach dem Spiel, er ist super happy mit dem 1-1. Und der Pauli-Trainer meinte genau das Gegenteil, dass er schon etwas enttäuscht ist.
Aber nun ja, am Ende bleibt es bei 3 Punkten Abstand in der Tabelle zwischen den beiden Vereinen. Und ich wünsche wirklich viel Glück und viel Erfolg an beide Clubs, dass sie den Aufstieg packen werden. Hat ultra viel Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Bewerten kommt die nicht vergessen. Gute Nacht aus Hamburg und wir sehen uns. Bis bald.